Stadtplaner in Hamburg haben es im Moment mit einem mächtigen Gegner zu tun. Ich persönlich habe noch keinen gesehen. Ein Foto habe ich gesehen, ja. Das Tier ist außerordentlich selten und verfügt über ganz besondere Fähigkeiten. Er ist in der Lage, Luft zu schlucken. Die gelangt dann in den Verdauungstrakt hinein und die verlässt dann den Verdauungstrakt an einer bestimmten Stelle und das erzeugt Geräusche. Ja, er hatte so verschiedene Spitznamen, zum Beispiel wird er als Wetterfisch bezeichnet oder als Pupsfisch. Offiziell heißt die bedrohte Art Schlammpeitzger. Der Fisch lebt gerne in Gräben wie diesem in Hamburg-Harburg. Das Problem für die Stadtplaner, genau hier soll ein Logistikpark entstehen. Wird ein Schlammpeitzger im Schlick entdeckt, könnte das den Bau erheblich verzögern und verteuern. Dass Tiere Bauprojekte behindern oder stoppen, hat in Hamburg Tradition. Am berühmtesten der scheue Wachtelkönig. Der seltene Vogel wurde vor einigen Jahren im Stadtteil Neugraben gesichtet. Eine geplante Großsiedlung konnte daraufhin nur in Teilen errichtet werden. Reinhard Grosch vom Naturschutzbund besucht einen weiteren Bauverzögerer. Den vorerst wohl winzigsten der Stadt. Die zierliche Tellerschnecke. Sieht gewaltig aus, aber das wären dann ungefähr 4-5 mm. Die Miniaturschnecke wohnt hier für 3 Jahre zur Probe. Nur wenn sich das Tier in seinem Testzuhause wirklich wohlfühlt, kann hier der Bau eines großen Logistikparks beginnen. Nach der Umsiedlung der Tellerschneckenkolonie, die 2011 entdeckt wurde, versteht sich. Unwichtiger Winzling verzögert Großprojekt. Mit solchen Schlagzeilen kann Grosch dennoch nichts anfangen. Ich sag mal, wenn hier ein Panda-Bär wäre, würde jeder sagen, ach wie süß. Und um Himmels Willen, dann müsste er doch nur nicht unbedingt hier bauen. Die Wirtschaftsbehörde hat einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Man hat den Plan schon gemacht, hat dann die Gutachter rausgeschickt und die haben die Tellerschnecke gefunden. Können wir da aufhängen? So ähnlich lief es wohl auch für Stadtplaner Karl Henning von Ladiges in Hamburg-Harburg. Sehen Sie, so sieht das aus, so ein Bebauungsplan. Von Ladiges hat im Lauf seiner Karriere schon viele bedrohte Tierarten kennengelernt. Vor einigen Monaten ist der Grabenfisch mit den besonderen Fähigkeiten hinzugekommen. Mit der geräuschlosen Planung ist es damit vorbei. Der Stadtplaner muss zum x-ten Mal einen ziemlich durchschnittlichen Logistikpark beschreiben. Ja, sehr gerne. Der Fisch raubt dem Stadtplaner wertvolle Arbeitszeit. Endgültig gewonnen hat er den Kampf aber nicht. Denn bislang wurde der Schlammpeitzger nur am Rand des Bauplatzes gesichtet. Nur wenn er auch in diesem Graben lebt, stünde eine Fischumsiedlung an. Die Suchaktion ist für das Frühjahr 2014 geplant.